Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzhammer zusammen mit dem Boxe. Moin. Moin, zusammen sind wir das Team Und Salty Team Green. Beans. So, da kommt mir der Werner entgegen. Der fragt sich jetzt wahrscheinlich auch, was der Typ hier macht. Wir warten einfach mal kurz, bis er kurz weggefahren ist. Oder nein, wir stiften Verwirrung. Nachher denken die, wir haben ihr altes Feld gekauft. Ha. So. Stopp. Alter Falter, das war hoffentlich keine Scheißidee. Das ist riesig, das Feld. Ne? Mir fällt's gerade wieder auf, Boxe. Egal, ich komme. Ja, alles Ich wird frage, gut. sollen wir mit dem LKW? Ist das besser, mit dem LKW zu kommen? Ja, ne? Warum? Oder mit oder eigener Anhänger? Ich würde mit einem eigenen Anhänger kommen. Okay. Bin mir nicht sicher. Ja, doch, doch, stell gerne den LKW hier einfach hin. Wer weiß, wie viel runterkommt. Du brauchst wahrscheinlich aber nur den LKW. Shit. So, egal, ich nehme beides mit. Ja, oder so. Komm schon. Und, Ja, und dann ja, kassieren wir halt ab, ne, was da drin ist. genau, dann kannst du eventuell gleich noch mit dem Ladewagen kommen. Dann können wir schon mal ein bisschen Geld mit dem Ladewagen verdienen, wenn du gerade Zeit hast. Ja, ich muss gleich noch mal einmal spritzen. Ja, ich muss auch erstmal ein paar Meter vorfahren, also Feld 21, nicht? 21. Genau. Ah, der kämpft hier aber auch ganz schön, der kleine Nova. Trotz, dass ich Allrad anhabe, geht's besser, wenn ich das hier. Nee. Ich spiele hier gerade rum mit den ganzen Sperren und sonst was. Nee, eher gar nicht. Scheiße, ey. Was machst du denn immer, Mensch, Ja, Kind? weiß ich nicht. Versuch du doch. Ah, hier Hallo? liegt noch ein Ballen vor mir. Hallo? Schönen guten Tag. Ich habe einen Ballen von Ihnen gefunden, der werte Herr. Ja, was machen Sie denn auf dem Feld, was nicht Ihnen gehört? Das geht Sie gar nichts an. Was lassen Sie denn einfach Ballen hier auf dem Feld, was Ja. nicht mehr Ihnen gehört? Das ist so wie mit den Handtüchern, wie mit den Deutschen, weißt du? Die Ballen werden hingelegt, um markieren, wem das Feld dann gehören wird. Ach so, so macht man Ja. das also in Österreich mit Vorurteilen. Richtig, richtig. So, okay, ja. Und was habt ihr davor? Wir dreschen hier auf unserem neuen Feld. Was nicht euch gehört. Ja, augenscheinlich ja schon, weil sonst würde ich hier ja nicht mit dem Drescher langfahren, ne? Also meine Angaben sind nö. Vielleicht ist Ihre Synchro noch nicht durch. Ach so. Ja, also wir haben letzte Woche Eurojackpot gespielt oder 6 aus 49 oder was es nicht alles gibt und haben da ein glückliches Händchen gehabt. Oder ich habe was anderes verkauft dafür. Nee, vielleicht ist es auch einfach nur ein Freund, der uns hier Arbeit beschert. Ah ja. Ah ja. Ja, also soll ich mich nur mal melden, je nachdem, wie viele Ballen ich hier noch finde oder wer findet, darf behalten. Vier oder fünf, aber die kannst du auch behalten. Ja, super, wenn ich sie verkaufe, kriegt ihr ja sowieso das Geld. Also von Richtig, daher. deswegen, alles gut. Ja, es war schön, mit dir gesprochen zu Okay, haben. tschüss, Kid. Tschüss. Tschüss. Ja, siehst du, ich wusste doch, er guckt direkt, was ich hier mache. Mann. Ja, 4 oder 5 Ballen liegen ja noch rum, ne? Und ich wundere mich, dass ich nicht vorankomme. Ja gut, jetzt muss ich auch noch mal gucken, ob vor mir eine Ballen liegt. Das sind aber auch Kollegenschweine. Ich will übrigens nichts sagen, Boxe, ich habe schon 60% voll. Ich muss ganz ehrlich, Ja. ich muss jetzt hier erst spritzen, Okay. düngen, sonst habe ich gleich ein riesen Problem. Dann muss ich einfach selber mir gleich was holen. Der LKW steht schon am Hof, zur Info. Okay. Gut, weil ich schaffe keine ganze Runde. Deswegen sage ich es einfach nur. Kein Problem. Boah, du bist aber schnell voll. Ja, ich beeile mich. Ja, zur Not fahre ich den selber schnell. Alles gut. Weil, wie du siehst, die Zeit, die rennt, hätte ich gar nicht gedacht jetzt so. Ja, das dachte ich mir eben schon. Es wird echt, wir werden das diese Session nicht annähernd fertig kriegen, das Feld. Ich glaube, letztes Mal haben die über 2 Folgen gebraucht.
Aber wir sind ja schneller als die Kollegen, von daher werden wir nicht ganz so lange brauchen, hoffentlich. Aber wir gucken einfach mal. Ah, scheiß Stein hier. Wer macht hier so einen Stein hin? Noch einer. Ja, kriegen wir hin. Wie gesagt, Box, wir haben ja jetzt den Mähdrescher, der ist ja jetzt erstmal unser, also von daher ist alles gut, würde ich behaupten. Ganz entspannt. Ich überlege gerade, ich bin jetzt zu 97% voll. Alter, okay. So, 100. Switch zum Hof und da findest du den LKW. Da kannst du, der fährt, steht in Fahrtrichtung. Ja, alles gut. Ich stelle nur kurz den Drescher schon mal so hin, dass ich hoffentlich mit dem LKW dran vorbeikomme. So, das ist der falsche. Da. In Fahrtrichtung? Wie wärst du denn zu Feld 21 gefahren? Ich bin von oben rum gefahren, bei Paul und Marc quasi lang. Aber ich kann auch unten lang fahren, ist richtig. Boah. Hier lang? Ich habe doch keine Ahnung, wie ich fahren muss. Ja, ich glaube. Hier, rechts, rechts. Ja. Oh, hat der LKW auch vernünftiges Licht? Boah, ich fahre wie ein Besoffener. Uwe, ey. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen eigentlich? Naja, in Wirklichkeit fahre ich ein bisschen entspannter. Du bist echt ein Brüller. Ah, ich bin auch nicht so ein im LS. Na, jetzt auch ab und zu mal. Im LS kann man halt auch einfach mal ein bisschen anders fahren, würde ich das jetzt nennen. So, außerdem, was hast du denn gegen meine Fahrskills? Die sind ja wohl super pornös. Ja, ist okay. War ein Lacher. So. Ich würde ja am liebsten durchschießen, ne? Aber mache ich nur mehr kaputt, als es bringt. Ah! Kacke hier, ey. Dieser blöde Ballen. Nein, nicht weil ich hängen geblieben bin, sondern ich habe den Ballen einfach so hingelegt, dass ich mit dem LKW fast draufgefahren wäre. Damit ich mit dem Drescher vorbeikomme. Grüße gehen raus an Werner, wenn er sich das Video anguckt. Vielen Dank für die Ballen. Ah, ich weiß, warum ich so schlecht fahre. Ich habe die Rundumleuchte nicht angehabt. Ah, das ist da, jetzt das, ja, das stimmt. Das Na, daran liegt's. daran liegt's. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach von hier hinten reinfahren können und hätte mir die ganze Umrandung ums Feld gespart. Ja, hätte ich wahrscheinlich. So, Korn läuft. Konntest du denn bei uns am Hof jetzt schon düngen, oder? Ja, ich bin dabei. Das andere Ah, Feld muss ich gerade noch. sehr gut. Alter. Ja, das Feld sieht so schrecklich aus, ne, mit den Fahrrinnen hier. Ja, ach, das gehört so. Meinst du? Ja, das gehört so. Siehst du, wir sind auch gar nicht auf die ganzen Kommentare eingegangen wegen dem Kalk- und Düngerstreuer. Dass der andere Reichweiten hat oder Wurfweiten für Kalk und für Dünger. Ich kann nur sagen, ja, vielen Dank für die ganzen Kommentare. War uns in dem Moment einfach nicht in den Sinn gekommen. Man kann ja beim LS immer viel vermuten, sagen wir es einfach mal so. Boxer, Ja. ich will nichts sagen, ne, aber das geht echt langsam. Was? Das fällt hier.
Ah, alles wird gut. Bin mir da noch nicht so sicher. Ich mache schon mal einen GPS-Kurs. Ich glaube, den werden wir gebrauchen können. Schon wieder einen Ballen vorne? Nee, wie noch nicht. Jetzt schon wieder langsamer, ne? Wir haben schon ganze 8%. Ja, läuft. Würde ich sagen, das läuft. Du machst ja auch schön schwarz, ne? Ja, es ist aber halt mit einem 6-Meter-Schneidwerk leider nicht so viel Spat. Muss man einfach auch sagen. Aber hier kommt ordentlich was zusammen. Auf jeden Fall. Willst du damit sagen, dass es doch eventuell keine gute Idee war, dass wir die Mission angenommen haben? Ja, sagen wir einfach, es gibt relativ wenig Geld für sehr viel Arbeit. Ich glaube, in Düngermissionen hätten wir in kürzerer Zeit mehr Geld verdient, Ja, das bei kann gleicher sein. Zeit. Aber ich spekuliere tatsächlich darauf, dass wir hier einen kleinen Rubel machen können durch das ganze Stroh, was hier hinten rausschmeißen. Im Zweifelsfall können wir es einlagern. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel haben wir denn überhaupt noch? Naja gut, okay, wir haben noch 98.000 Liter Stroh. Also wir können es auf jeden Fall verkaufen für momentan 208 beim Verkaufshäuser groß. Krasser Scheiß. Richtig viel Geld bringt Stroh gerade, trotz fallendem Preis. Also da kriegen wir auf jeden Fall was. Und ich denke, wir werden auch eine Menge Weizen bekommen, wenn wir das Feld runtergerupft haben. Ich spekuliere da einfach drauf, dass es sich dadurch lohnt und nicht nur diese 7.700 und ein paar zerquetschte sind. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, ich fahre jetzt nur noch auf ab hier. Hier geht es gerade echt zügig. Aber knapp einmal Rumboxe und schon wieder 60% voll. Ich kann schon gleich wieder mit dem LKW hinterherfahren. Wahnsinn. Du meinst, das Und? ist hier schon reif? Was? Weiß ich gar nicht. Wo denn? Jo, Feld 35 wird schon reif. Was? Ist gut. Okay. Ja, So. kann noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Nee, nee, alles gut. Das kann sich ja erstmal prächtig entwickeln, ne? Das sagst du jetzt. Hallo. Guten Hallo. Tag. Ich habe eine Frage. Ja. Ist ja nicht nur eine Höflichkeitsfrage, weil es eh schon entschieden ist. Ende der Folge werden wir vorspulen. Ja, das ist in Ordnung. Wie lange habt ihr vor, den Drescher zu missbrauchen? Ah, zu brauchen. Das Ein dauert sehr bisschen länger, lange. warum? Ich frag nur, weil es gibt andere Teams, die den auch brauchen würden. Das ist gar kein Problem. Es gibt einen zweiten Drescher. Ja. Den kann man benutzen. Aber der ist scheiße, oder? Nein, es gibt nur kein Weil. Schneidwerk dafür. Ach, das Aber ist ja kein Problem. es gibt einen zweiten Drescher. Okay. Den, Ihr habt eine Mission angenommen, habe ich gehört. Oh. vielleicht. Ja, wenn es andere so sagen, dann wird es so sein. Also, Ja, keiner hat andere, das also. Feld gekauft, sagen wir mal so. Andere können das ja behaupten, ja. Ja, okay. Gut. Okay, dann werde ich, wenn ich, wenn wir da fertig sind, einfach nochmal zur Fußmatte gehen und den Weg zum neuen Tag bestreiten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, sehr Ja. gerne. Ich hätte noch eine Frage. Wie lange habt ihr letztes Mal gebraucht, um das Feld hier runterzurupfen? Eine ganze Woche. Eine ganze Woche. Ja. Ja, Challenge accepted. Also wenn ihr, deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr so viel Zeit habt. Wir haben vielleicht gedacht, dass wir schneller sind als ihr. Nee, das, ja, es ist ziemlich der gleiche Drescher, glaube ich. Ja, es Also kommt viel hin. Unterschied ist da nicht. Also wir sind nonstop gefahren. Vielleicht holt ihr ein bisschen was raus, aber, also, sag mal ganz vorsichtig gesagt, 5 Folgen bist du dran. Das ist eine grandiose Idee. Ja. Super. Weiß Alles ich gut. Bescheid. Gut, Dankeschön. okay. Ich wünsche was. Tschüss, Kim. Tschüss. Tschüss. Es war eine scheiß Idee. Stroh sammeln geht da gar nicht, ne, weil es geht hier nicht. Ist nicht unser Feld? Ne, ist halt nicht unser Feld. Ah, scheiße.
Hättest du nicht mal mit einem LKW kommen können, wenn ich jetzt schon wieder voll bin? Ja, kann ich doch. Ist doch kein Problem. Nee, alles gut. Ich fahre jetzt hier. Wo bist du denn? Nee, ich stehe auf der anderen Seite. Ich fahre mal kurz mit dem LKW. Ich komme. Ach so. Ja. Der LKW steht hier schon. Gute Nacht. Ja, gut. Ich würde sagen, damit sind wir dann fertig für heute. Werner hat es ja gerade angekündigt. Wir gehen schlafen. Das heißt, wir sehen uns nächstes Mal frisch ausgeschlafen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was die anderen so treiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.